Hallo und ein allerherzliches Glück auf zu einem Update bezüglich des Wintereinbruchs jetzt am Wochenende. Wir werden uns die neuesten Berechnungen der Modelle anschauen und schauen natürlich auf die Schneesummen, die von den einzelnen Modellen berechnet werden, bis in die Nacht von Sonntag auf Montag. Ja, es ist verbreitet, mit Verkehrsproblemen zu rechnen am heutigen Samstagabend vor allen Dingen und in der Nacht zum Sonntag. Aber auch in den Bereichen, wo jetzt in den letzten Tagen so viel Schnee gefallen ist, wie jetzt hier zum Beispiel, ist schon ein bisschen wieder zusammengesackt, ja, aber zum Beispiel im Bereich der Niederlausitz und des Spreewaldes, dort besteht Gefahr durch Schneebruch. Das werden wir uns aber gleich nochmal genauestens zu Gemüte führen. Wie gesagt, ansonsten Verkehrsprobleme einstellen und dann steigen wir auch mal direkt in diese Wetterlage ein jetzt hier. Mit den Schneehöhen am heutigen Morgen fand ich nochmal ganz interessant, zum Beispiel jetzt hier in der Pfalz, ja, dort wurden 25 cm heute früh gemessen. Gestern lag dort noch gar nichts. Ja, wenn wir mal ganz kurz zurückgehen, dort hat ein gewisses, ja, wie soll man sagen, auch so eine Art Polartief im Prinzip mit durch die Eindrehung, ja, für längere Zeit oder für längere Stunden verstärken, sehr starken konvektiven, also quasi schauerartigen Schneefall gesorgt und dort könnten, vor allen Dingen auch im Elsass hier, ja, konnten über wenige Stunden hinweg, ja, über 4-5 Stunden, konnten dort bis zu 30 cm Schnee fallen teilweise und die Pfalz wurde dort ein kleines bisschen noch mit eben, ja, in Mitleidenschaft gezogen. Dort geht teilweise auf den Straßen aktuell gar nichts mehr, ja, das mal so bloß so nebenbei. So, wir schauen uns jetzt nochmal das aktuelle Satellitenbild an. Wir sehen, das ist wunderbar. Hier dreht das Tiefdruckgebiet ein und das zieht eben dann von Osten nach Westen und bringt eben jetzt die, ja, Aufgleitniederschläge bzw. eben auch diese Schneefälle, die jetzt dann auch in den östlichen Mittelgebirgen gestaut werden und auch an den Alpen. Hier sehen wir nochmal wunderbar diese Schneestraße über dem Elsass hier. Ja, alles weiß hier drüben im Westen, sieht man auch nicht alle Tage. Ein Blick auf das Radar, wir sehen das hier wunderbar, ja, von Osten her ziehen es die Niederschläge rein, werden schon an der Oder-Neiße immer stärker, gerade auch hier Richtung Görlitz schon richtig starker Schneefall, aber auch im Süden muss man auch erwähnen, hier werden Alpen-Nordstau-bedingte Schneefälle ausgelöst werden und gerade für die Heimkehrer in Bezug auf den Winterurlaub oder so, die werden heute lange, lange, lange Zeit brauchen, wenn sie nach Hause möchten, wenn sie jetzt hier gerade über die A8 zum Beispiel kommen und dann über die A9, über Dreieck, Hochfranken, dann vielleicht sogar bis nach Sachsen. Also dort wird's, da müssen sich auf sehr große Behinderungen bzw. muss sich dort eingestellt werden. Ja, das ist einfach heute so. Ja. Natürlich aber auch A4, A17, ja, auch die ganzen Bundesstraßen 173 und 101 und so, alles was hier das Erzgebirge durchquert, das wird heute alles viel, viel länger dauern ab dem Nachmittag. Es ist nämlich so, dass dieses bereits erwähnte Tiefdruckgebiet aus dem Osten nun reinzieht und wir schauen uns jetzt mal mit dem aktuellen 6er-Lauf des ICAN-EU-Modells, das ist schon reingekommen, das schauen wir uns jetzt mal an und wir sehen, dass hier aktuell schon ein paar leichte Schneefälle simuliert werden, die aber auf der Karte schlimmer aussehen, als sie tatsächlich sind. Und dann schneit es zum Beispiel auch in Bereichen, wo überhaupt nichts simuliert wird. Okay, es wird jetzt gerade nicht abgedeckt, leider Gottes, aber wir sehen zum Beispiel jetzt hier, ja, hier fällt Schnee, obwohl laut diesem Modell hier gar kein Schnee fallen dürfte. Ja? Das sind so diese kleinen, feinen Unsicherheiten, die eben trotzdem jede Wetterlage mitbringt. Ja, und das ist trotzdem, selbst im Nowcast sieht man eben diese großen Unsicherheiten dahingehend. Ja, aber was man sagen kann, dass sich aus dem Osten ein Schneefallgebiet jetzt über den Tag eben nähern wird. Und wir sehen es so den Hotspot um 17 UTC, 16, 17 UTC, gerade am Nordstau des Erzgebirges. Ja. Wir können das jetzt hier erkennen, dass hier teilweise wirklich auch kurzzeitig mal für eine halbe Stunde mal richtig starke Schneefälle einhergehen werden, wo man teilweise auf den Straßen wahrscheinlich gar nichts mehr erkennt. Die ganze Geschichte zieht aber dann nicht wie in den alten Berechnungsläufen, ja, zieht die ganze Geschichte dann wahrscheinlich schneller raus, als was jetzt in den letzten Tagen noch berechnet wurde. Dementsprechend ist die Schneefallphase auch viel kürzer und es kann weniger Schnee, ich will es schon mal ein bisschen spoilern in Bezug auf die Niederschlagshöhen bzw. Schneehöhen, ja, die muss man gleich mal angucken, kann natürlich dann nicht so viel Schnee fallen, ist ja ganz klar, wenn das Ding eben schneller durchzieht, ja. So, es ist nämlich so, dass in der Nacht zum Sonntag die Schneefälle schon
wieder aufhören werden und dann am Sonntag sehr wahrscheinlich bloß noch ein bisschen staubbedingte Niederschläge, die man jetzt gar nicht so richtig sieht hier auf dem grob aufgelösten Globalmodell-Icon, ja, dass eben gerade in diesen Bereichen auch nochmal ein paar kurze Schneeschauer eben entstehen können. Für ein paar Zentimeter kann das immer gut sein. Ne? In der Nacht zum Montag bzw. am Sonntagabend kommt dann von Südwesten nochmal so eine, ja, so eine kleine Vertiefung rein mit Schneefällen, die sich aber dann sehr, sehr schnell auflösen wird. Ja. In Bezug auf den Wind darf man auch nicht vergessen, ja, die ganze Geschichte, wir spielen das jetzt alles nochmal ab, ja, in Bezug auf die stärksten Niederschläge, jetzt hier so um 16, 17 UTC, wenn man das jetzt mal so sich zu Gemüte führt, können wir auch nochmal die Windböen uns zu Gemüte führen. Ja. 16, 17 Uhr, wir sehen das jetzt hier, ja. Der Wind wurde auch in den letzten Berechnungen der letzten Tage auch ein bisschen stärker berechnet. Die Isobarendrehung ist aber eben nicht so scharf, wie sie einst berechnet wurde. Und dennoch sind um die 30 bzw. 40 bis 50 km pro Stunde im Erzgebirge auch 60 bis 70 km pro Stunde möglich. Und wenn man das dann quasi mit den Niederschlägen hier so in Verbindung zieht, ja, das wird... Das kann schon ganz schön zur Sache gehen, wo dann auch mal wirklich Schneeverwehungen, Verfrachtungen und natürlich auch die Augen vor dem Gesicht nicht mehr gesehen werden kann teilweise. Ja, also dort ist Vorsicht geboten und da wird es auch zu einigen Behinderungen kommen. Ja. In Bezug auf die Temperaturen können wir auch noch mal kurz schauen. Ja, die Temperatur wird in die Höhe gehen. Es ist so, dass dieses Tiefdruckgebiet mit der zyklonalen Eindrehung von der Ostsee her bodennah warme Luft eben mit ranzieht, ja, wir sehen das jetzt hier, es wird eben über die Ostsee die Luft gelenkt und dementsprechend kommt hier, wenn es hier Niederschlag gibt, gerade in Mecklenburg-Vorpommern oder nördlich von Berlin, dann wird das teilweise alles nur Regen sein, ja, selbst die 0-Grad-Grenze, die liegt hier ungefähr, ja, bei der Vereinigten Mulde ungefähr, ja, also es ist ungefähr, wie soll man sagen, so 30 Kilometer, 40 Kilometer Luftlinie nördlich der Mittelgebirge kann man sagen, dort wird die 0-Grad-Grenze sein und dort wird es eben dann auch gerade in Bezug auf die Schneebrüche, was ich eben bereits erwähnt habe, interessant oder nicht ungefährlich, weil eben dort noch sehr viele alte, ich habe eben Bilder eingesendet bekommen von Schneebrüchen in der Niederlausitz, ja, wo Kiefern sehr viel Schnee auf den Zweigen hatten, die dann auch größere Äste zum Abbrechen gebracht haben und dort ist es auch so, dass jetzt durch die Nacht ist das ganze Zeug wieder angebacken, beziehungsweise nicht angebacken, sondern festgefroren. Und das ist natürlich eine große Fläche, eine sehr große raue Fläche. Und jetzt kommt dann nochmal neuer Schnee rein, der eben gerade in der im Übergangsbereich zur 0-Grad-Grenze kleben bleiben wird. Dementsprechend wird es genau in dem Gebiet auch zu weiteren Schneebrüchen sehr wahrscheinlich kommen. Das muss man wirklich beobachten eben. Ne? Diesbezüglich eben. Ja. Gucken wir noch in den Sonntag rein. Es wird so sein, na, dass wir vor allen Dingen so oberhalb von 300 Metern bloß noch Frost haben werden. Unterhalb davon, wir sehen das jetzt sogar schon im Elbtal, da sind die Temperaturen schon wieder im positiven Bereich. Also das bisschen Schnee, was dort gegebenenfalls jetzt fallen wird, oder was fallen wird, ja, das wird auch ruckzuck wieder zusammensacken und auch wieder wegtauen. Das ist also einfach so, ja. So, schauen wir uns die aktuellen Schneehöhen mal an. EZ hat es jetzt so aufgefasst mit den Messungen, so um die 10 bis 11 Zentimeter hier im Erzgebirgsvorland. Stimmt nicht so ganz, aber man muss auch sagen, EZ ist eben ein sehr grobes Modell und dementsprechend wird das geglättet und andere Schneehöhen werden mit reingenommen. Es wird quasi interpoliert. So, und dementsprechend kann man auch sagen, dass die Schneemengen hier oben nicht stimmen. 3 bis 2 Zentimeter oder 2 bis 3 Zentimeter der Niederlausitz liegen dort mit Sicherheit nicht. Das ist ein bisschen mehr. Ja, aber wenn man das jetzt einfach mal so sieht, es wird eben aufsummiert und von Osten her kommt eben dieser Schneefall rein. Und wenn wir dann mal schauen, bis plus 48, quasi dann bis in die Nacht oder bis 42 kann man mal so sagen, ja, quasi bis in die Nacht zum Montag, kann man erkennen hier so um die 20 bis 22 Zentimeter. Ich muss gerade mal dazu sagen, es ist nicht EZ, es ist GFS. Entschuldigt, das ist mein Fehler, ja, gewesen. Aber wenn wir jetzt mal schauen, bis in die 48. Stunde, das macht ja jetzt, tut mal nichts zum Abbruch dazu. Es ist so, so um die 20 bis 22 Zentimeter sollen dann eben in Bezug auf die gesamte Menge liegen. Ja, es ist dann auch so, jetzt GFS berechnet hier oben in dem Bereich, wo die positiven Werte sind, eben gar nicht so viel Neuschneemengen. Ja, würde ich aber mal mit Vorsicht genießen. Schauen wir uns EZ zum Beispiel mal an. Ja, die summieren das auch auf. Kann man erkennen, die haben das ein bisschen besser drin. Ja.
EZ war es, genau, die hatten das gut drin eben jetzt hier. Ne? Hier sieht man diese Schneemengen und die haben auch diese Schneemengen, die aktuell liegen im Erzgebirge, viel besser drin als GFS, ja, als die Amerikaner. Und die summieren eben auch auf und da kann man eben erkennen, wie hier die Schneemengen bis zum in der Nacht von Sonntag auf Montag eben anwachsen. Da kann man erkennen, dass gerade hier oben im Bereich der Niederlausitz, ja, bis zu 20 Zentimeter mit dem alten Schnee liegen werden. Und wie gesagt, Schneebruch ist da absolut nicht von der Hand zu weisen. Ja. Im Erzgebirge, im Osterzgebirge, dort, wo es auch gestern schon immer wieder solche mesoskaligen Schneefälle gegeben hat in Bezug auf Schauer oder so, dort können wirklich mal über 30 Zentimeter zusammenkommen. Aber auch hier im Nordstau des Erzgebirges werden unterm Strich so um die 15 bis 20 Zentimeter zusammenkommen können. In Summe, ja, sprich Neuschnee, wenn jetzt 5 Zentimeter liegen, die Differenz könnt ihr euch selber ausrechnen, was da zusammenkommt, ne? Schauen wir uns nochmal die Kanadier an. Ja, gut, okay, die sehen auch den Hotspot eher so hier. Ne? Brauchen wir jetzt aber auch nicht auf die Details reingehen. Da schwankt jedes Modell ein bisschen. Aber wir sehen im Prinzip auch hier, es ist eben so, dass die ganze Geschichte hier auch aufsummiert wird. Ja, und dementsprechend dann ja so um die 10, 11, 12, 13, 14 Zentimeter eben zusammenkommen können. Arperche, die Franzosen, die sehen, dass es ja so, dass das Ganze genullt wird, also der Schnee, der jetzt liegt, der interessiert nicht mehr und dementsprechend wird das hier alles neu aufsummiert. Das ist quasi der ganze Neuschnee, der dazukommt, dazukommt. Wir sehen das hier oben, ja, Total Snow Accumulation Science T plus 0, ja, also das, was eben jetzt neu dazukommt und da können wir erkennen, dass gerade bis zum, in der Nacht zum Montag, ja, im Erzgebirge ja, bis zu 16, 17 Zentimeter berechnet werden, aber auch in den anderen Straulagen, wie zum Beispiel jetzt hier im Thüringer Wald, um die 20 Zentimeter, im Harz auch 20 Zentimeter und vor allen Dingen dann auch so, ja, im Bereich Zittauer Gebirge können auch so 15 Zentimeter zusammenkommen. Ne? Schauen wir uns noch Arome an, das ist das Regionalmodell der Franzosen, die haben auch mit dieser eher dunkelblaueren Befärbung hier so um die, ja, 10 bis 15 Zentimeter drin. Na, verdammt nochmal, bleibst du jetzt hier. Und die ganz dunklen Gebiete, die sind sogar bis 20 Zentimeter. Mensch, gibt's da gar nicht. So, ja, also es ist eben so, gerade in den Staulagen können wirklich bis zu 20 Zentimeter fallen, aber die ganz große Dramatik oder die ganz große Schneelage wird hier nicht kommen. Es wird ordentlich schneien teilweise für ein paar Stunden mal, ja. Das wird aber dann auch rasch nachlassen. Das Tiefdruckgebiet wird auch sich rasch wieder abschwächen, ja. Pro forma halber schauen wir noch auf Jukmo. Die Briten, ja, die sehen das auch mit dieser lila Einfärbung jetzt hier in Bezug auf diese ja, Visualisierung eben, ja. So um die 10 bis 20 Zentimeter ist auch ein Globalmodell relativ grob aufgelöst und dementsprechend wird das hier auch geglättet. Am meisten kommt hier so laut diesem Modell im Riesengebirge Nordstau zusammen, um die 30 Zentimeter. Das sehe ich auch als realistisch an. Und relativ konservativ und defensiv ist eben jetzt hier Icon D2 mit dem neuesten 6er-Lauf, ja, mit dem 6er-Berechnungslauf. Die rechnen hier so um die 10 bis 12 Kilogramm auf den Quadratmeter in Schneeform. Sprich, es könnten jetzt bei den Minusgraden tatsächlich so um die 10 Zentimeter werden. Aber auch hier unten, wie gesagt, in Bayern, ja, dort ist es auch so, dass jetzt eben ja, so um die 15, 16, 17 Kilogramm auf den Quadratmeter hier so zusammen zu kommen scheinen. Und das sind auch so um die 10 bis 15 Zentimeter. Aber wie gesagt, andere Modelle sehen das ein kleines bisschen offensiver und da muss man dann eben ein kleines bisschen so das Mittel finden. Ja, also ich gehe davon aus, dass in den ganzen Bereichen jetzt hier über 10 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen werden und es auch zu größeren Verkehrsproblemen führen wird. Es ist einfach so, ja, viele Leute sind unterwegs, es ist Wochenende. Aber eins ist gut, man muss nicht zur Arbeit. Größtenteils zumindest. Für die, die auf Arbeit müssen, müsst ihr wirklich das im Auge behalten, ein bisschen eher losfahren. In Bezug auf den Polarwirbel, ja, wie wird er sich entwickeln, das schauen wir uns das nächste Mal an. Das wird jetzt nicht angeschnitten. Und ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag. Ja, haltet die Radare im Auge, schätzt ab, wo welche Niederschlagszellen in diesem Niederschlagsbereich eben stärker auf einen zuziehen können und dementsprechend auch Vorkehrungen treffen in Bezug auf ja, sich länger auf Wartezeiten einstellen oder Staus oder ähnliches. Und natürlich auch immer wieder bei Google Maps reingucken, wo gerade Behinderungen eben sind und abschätzen, muss ich jetzt überhaupt noch losfahren oder
bleibe ich heute einfach mal zu Hause. Ja. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später, wenn ihr möchtet. Glück auf, schönes Wochenende und tschüss.